Konnichiwa, meine lieben Mitattacker aus Deep Sleep Nies, und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Unter die Lupe. Und leider muss ich euch mitteilen, dass das hier vorerst die letzte Folge von Unter die Lupe sein wird. Denn das Ding ist halt, ich bin schon alle großen Manga-Verlege durchgegangen. Und ja, es gibt zwar noch diese kleineren Verlege, wie zum Beispiel Schreiber und Leser, Reproduct, China Books, Hayabusa und so weiter. Aber das Problem ist halt, ich habe von diesen Verlegen halt keinen Titel, beziehungsweise von Hayabusa habe ich nur 2 Bände. Und ich möchte halt keine Verlege beurteilen, von denen ich kaum Serien habe. Und bei Hayabusa ist ja noch das Problem, dass der Verlag erst dieses Jahr gegründet wurde. Heißt also, es würde da halt nicht so viel zum Vergleich geben und so weiter. Deshalb werde ich das Format erstmal pausieren, bis ich mir Titel von den anderen Verlegen geholt habe. Dafür werde ich aber das Format jetzt mit einem richtigen Knallerverlag pausieren. Nämlich Carlsen. Daher würde ich nun sagen, reden wir nicht länger um den heißen Brei und fangen an. Kommen wir erstmal zu den Fakten. Carlsen ist ein deutscher Verlag, der am 25. April 1953 in Hamburg gegründet wurde und der zu den führenden Verlegen Deutschlands gehört. Der Verlag bietet unter anderem Jugend- und Kinderbücher, Comics und auch Mangas an. Im Jugendbuchbereich sind sie unter anderem für Titel wie Harry Potter oder auch Percy Jackson bekannt. Im Manga-Bereich bieten sie eine sehr große Auswahl an Titeln aus allen möglichen Genres an. Zu ihren Topsellern gehören unter anderem Dragon Ball, One Piece oder auch Naruto. Ach, und falls ihr euch fragt, wer den Verlag gegründet hat, beziehungsweise wer das Manga-Label von Carlsen gegründet hat, ich glaube, ist schon klar, Joachim Kaps, der König des deutschen Manga-Marktes. Also war eigentlich schon klar, weil der Verlag ist ja in Hamburg. Doch nun bleibt die Frage, ist Carlsen nun wirklich so gut, wie die große Mehrheit behauptet? Tja, dafür gucken wir uns den ersten Kriterienspunkt an, nämlich Marketing. Und wenn es ums Online-Marketing geht, ist jetzt Carlsen nicht so krass aktiv. Also, sie haben einen Instagram-Kanal, auf dem sie sehr aktiv sind. Das ist zugegeben mal wenigstens eine gute Sache. Aber sie haben halt keinen YouTube-Kanal oder so. Wenn es aber um Instagram geht, dann sind sie wirklich sehr aktiv. Unter anderem machen sie ja zum Beispiel oft fanbezogene Beiträge, in denen sie Fans persönliche Fragen stellen. Wie zum Beispiel, was war euer allererster Manga, euer erster Shoujo-Manga, was ist euer Lieblingsmanga von Carlsen und so weiter, wodurch der Verlag nochmal ein gewisses Interesse gegenüber den Lesern zeigt und sie auch dadurch eine gewisse Sympathie ihnen gegenüber aufbauen. Noch dazu machen sie regelmäßig Gewinnspiele oder auch Kooperationen mit Influencern. Unter anderem machen sie ja gerade so eine Gewinnspielaktion zu ihrem 30-jährigen Jubiläum, wo sie immer jede Woche oder jeden Monat, ich weiß nicht mehr so genau, verschiedene Fanpakete anbieten. Und was die Influencer-Aktion angeht, sie haben da sehr viele Kooperationen mit Influencern, denen sie Rezensionsexemplare schicken. Noch dazu werben sie sehr viel für ihre großen Hype-Serien. Sei es nun durch spezielle Aufmachungen, durch Extras, bestimmte Beiträge in ihren Instagram-Feeds oder auch, dass sie die großen Hype-Serien in verschiedenen Editionen rausbringen. Bestes Beispiel dafür ist auf jeden Fall Attack on Titan, denn neben den Taschenbuchbänden, die sie auch noch sogar im Schuba anbieten, haben sie auch noch diese Deluxe-Edition im Hardcover, die zwar mehr für Sammler gerichtet ist, aber dafür haben sie auf jeden Fall eine echt gute Marketingstrategie ausgedacht. Oder ein anderes gutes Beispiel, Naruto. Sie drucken immer noch die Einzelbände nach, obwohl es diese Massiv-Edition gibt und in ihren Topsellern für den Monat sind jedes Mal sowohl die Bände von den Einzelbänden als auch die Massiv-Edition vorhanden. Das zeigt halt wieder nochmal, ja, sie scheinen wohl gutes Marketing für Naruto zu betreiben. Aber halt nicht nur für Naruto, sondern auch generell für ihre ganzen Hype-Serien. Kommen wir als nächstes zu der Website. Und tatsächlich ist die Seite von Carlsen sehr schön gestaltet, sowohl die von der Carlsen Verlagsgesellschaft an sich, als auch die von Carlsen Manga. Doch hier gibt's auch wieder eine Sache zu kritisieren, denn beide Seiten sind so ein bisschen mit Hayabusa-Titeln gemischt. Heißt also, da wird auch gesagt, ja, Carlsen ist auch Hayabusa und hier haben wir noch eine Auswahl an Titeln von Hayabusa und so weiter. Und das finde ich tatsächlich auch irgendwie komisch, weil der Programmleiter von Carlsen, Kai-Steffen Schwarz, hat auch in einigen Interviews gesagt, dass Carlsen Hayabusa als eigenen Verlag betrachten möchten und nicht als Label oder so. Und da finde ich es schon irgendwie komisch, dass sie Hayabusa in die Carlsen-Seite gepackt haben, anstatt Hayabusa irgendwie eine eigene Website zu geben. An der Stelle würde ich mir tatsächlich wünschen, dass sie das irgendwie noch umarbeiten. Kommen wir jetzt zum Vergleich früher versus heute. Und das ist wahrscheinlich der unspektakulärste Vergleich, den ich je gemacht habe. Denn ich sag's mal so, Carlsen hat schon damals als Hit angefangen und bis heute ist Carlsen immer noch ein Hit. Denn das Ding ist halt, das Einzige, was sich wirklich groß an Carlsen verändert hat, ist die Größe ihres Katalogs.
Ich meine, der Katalog von Carlsen ist so riesig geworden, dass sich der Verlag dazu entschieden hat, einen zweiten Verlag zu gründen, damit ihre ganzen Boys Love-Titel nicht unter den ganzen Titeln verloren gehen. Da muss man sich mal vorstellen, die hatten so viele Titel, dass sie sagten, ja, wir haben keinen Platz, wir gründen jetzt noch nebenbei einen zweiten Verlag. Und das ist jetzt echt eine Meisterleistung. Und sonst gibt's eigentlich überhaupt gar keine großen Unterschiede, bis auf die ganzen Logos, die sie im Laufe der Jahre geändert haben und auch die Aufmachung der Mangas, die sich zum Glück zum Positiven gebessert hat. Kommen wir nun zu meinem Fazit und ich sag's, wie es ist. Carlsen ist nicht ohne Grund der führende Verlag Deutschlands. Sie haben eine sehr große und breit ausgelegte Auswahl. Die Qualität ihrer Mangas ist wirklich richtig gut. Ich meine, allein schon die Aufmachung von der Fruits Basket Pearls Edition oder von der Perfect Edition von Monster und so weiter sind wirklich richtig Hammer. Und es gibt auch eigentlich kaum negative Punkte, die man von Carlsen ansprechen könnte. Also es gibt vielleicht so ein paar kleinere Macken, die Carlsen noch ausfixen könnte, aber ganz ehrlich, Carlsen ist wirklich ein Hammerverlag. Und deshalb bekommt Carlsen von mir eine 9 von 10. So, und das war's mit der vorerst letzten Folge von Unter die Lupe. Nun würde mich noch interessieren, was ist eure Meinung zu Carlsen? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare rein. Ich würde dann mal sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder und bis dahin, sayonara!